Für alle die, die nicht wissen, was Backtracking ist, wenn du auf der Karte, die du bereits erkundet hast, zurückwandern musst, weil du da neue Sachen entdecken kannst. Ich hab gar keinen Bock hier alles zu erkunden. Hey, Geld. Hey, eine Truhe. Oh, ein Knochen. Bis später, Lille. Und denk dran, immer 3 Minuten. Dreh die Sanduhr um, dann ist es einfacher. Hast du auch so eine geile Sanduhr zum Zähneputzen noch von als du Kind warst? Also ich nicht. Die ging nie 3 Minuten lang. Wo ist die Scheiße? Und was ist das hier? Großartig. Jetzt ist hier ein Stein, aber ich habe keinen Tod. Hä? Okay. Weißt du, Buhu schenken sie mir hier, aber was soll ich jetzt damit? Okay. Oh. Jetzt bin ich doch fett genug, oder? Nein, noch nicht ganz. Yay! Rico, ich hab den Stein, wir können weitermachen. Aber es sollte nicht zu viel sein. Ja, das ist eine Aussage, mit der kann ich leben. Und für mich ist Backtracking existent zu viel. Na, ganz so schlimm ist es nicht, es ist schon mal witzig. Allerdings, wovon ich kein Fan bin, ist suchendes Backtracking. Sprich, wenn du irgendwohin zurückgehst und dann nochmal alles erneut absuchen musst. Backtracking mit Hinweisen, was du machen musst, finde ich klasse. Das Backtracking in Scarlet Sword war super. Das wollte ich gerade als Beispiel nehmen. Also ich habe jedenfalls nichts dagegen, wenn man 2 bis 3 Mal durch die gleichen Abschnitte rennen muss. Ja. Aber in Skyward Sword war es ja noch so, dass du echte Hinweise hattest, wo du dann was Neues findest. Ja, aber es war eigentlich nur 1 oder 2 Mal, ne? Wobei man ja hier bei Luigi's Mansion auch gerade Nintendo zugutehalten muss, dass das Backtracking ja auch nur auf optionale Sachen beschränkt ist. Ich hätte ja auch einfach auf die Juwele scheißen können. Aber das willst du ja nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Hallo Mimosa, wie geht's mit meinem Lieblingsschneckchen? Lieblings was? Schneckchen. Was? Du bist mein Lieblingsschneckchen. Ach so, Schneckchen. Ja, mir geht's gut. Ah. Und bei dir so? Auch super. Aber hier links war doch noch was, meine ich. Ich hätte da vorhin was zum Saugen gesehen. Was ist das? Ach, goldene Mäuse, leck mich am Arsch. Ich brauch kein Geld mehr, blödes Spiel. Meine Güte, Geister. Oh, leck mich doch mit dem Holzknüppel am Arsch. Oh, und ist auch noch einer von denen, die ein Schutzschild haben. Hier, kannst du dein Schutzschild vergessen.
Atlas habe ich leider nie den Heldenmodus durchbekommen. Ja, Heldenmodus bietet auch nicht so unendlich viel Neues. Oh, da ist eine Truhe. Wo ist denn jetzt der Holzblock hin? In deinem. Ne, da bist du ja schon dran. Ne, jetzt gerade nicht. Ich meine, was? Das habe ich jetzt nicht laut gesagt. Hä? Was? Nee, hä? Warum geht's? Es geht um Mimosas Hinterteil. Das ist sehr ansprechend, oder? Das kann ich nur so bestätigen. Ich glaube, ich muss das Fenster hier jetzt irgendwie schließen. Willst du nicht mehr mit Zirbel und allen reden, Mimosa Boy? Warum? Na so. Oh, Lilla hat die Zähne fertig geputzt. Sehr gut. Hast du auch die 3 Minuten eingehalten? Die Sanduhr umgedreht. Hörst du mir eigentlich zu, heimlich? Ich habe eben noch von der Sanduhr erzählt. Was? Hast du noch die Sanduhr? Nein, um Gottes Willen. Oh, wie uncool du bist. Ja, wir werden das in 3 Minuten Lied an. Welches Lied und wie drehe ich hier an der Gondel? Achso, okay. Warum willst du wissen, welches Lied ich mir beim Telefon anhöre? Deine Zahnhygiene ist mir persönlich wichtig, ein persönliches Anliegen. Ja, mein Lied dann ist genau 3 Minuten. Und es geht 4 Minuten. Ist nicht gesund. Toll, der Drecksgeister hat ein Juwel dabei. Der hat jetzt das Juwel fallen lassen. Hier ist eine Bommel. Dein Stream nur bei mir, oder? Oh Gott, ich hab voll viele Frames verworfen. Kann mir da nicht früher jemand was sagen? Entschuldigung. Mir leid. Nee, macht ja nix. Ich will leider nichts wissen. Aha, da ist jetzt ein Juwel. Wie praktisch. Oh, das war auch der passende nächste. Ja, dann kann ich ja runterfahren und weitermachen. So, hier irgendwas Unsichtbares? Nö? Okay. Passt auf, wie Luigi wieder überrascht wird, weil sich das jetzt einfach dreht. Was? Es gibt keinen Weg zurück? Ah, okay. Das war witzig. Huh?
Was muss ich hier machen? Hast du nicht auch Pokémon Heart Gold oder so? Ja. Willst du das auch noch machen oder nur eins von beiden? Oder? Pokémon Heart Gold habe ich, glaube ich, zu viele Sachen. Ja, und Pokémon XY ist auch interessanter. Allein durch die Grafik halt, ne? Ja. Okay, das da hinten ist ein Spiegel. Ja, dann mache ich wohl eventuell nach jedem Level Schluss. Was ist los? Dein PC überlastet. Nö. Aber Familie ist noch da und wach. Mitbewohner. Oh. Dann schickst du mal ins Bett. Ich schick sie zu Chixi. Was zur Hölle muss ich hier machen, Rico? Ich gehe jetzt mit Steffen Liebe machen. Bis morgen. Ja, okay. Dann mach ihn einen schönen Hamburger. Viel Spaß. Und wehe, du bist morgen nicht schwanger. Alter, Riku, hilf mir mal. Ah, ja, die Lampe wechseln ist die richtige Lösung. Was zur Hölle? Du kommst da nicht weiter. Oh. Oh. Behindertes Scheißspiel. Jetzt will ich aber auch wissen, was ich hier machen kann. Nix. Ja, bestimmt. Deswegen konnte ich ja die Lampe niedriger machen. Richtig. Oh, super. Yoshi, was ist das für ein Link? Hast du um Erlaubnis gefragt? Ja gut, ich mach dann noch Gidas hier fertig und dann... Na. Okay, und ich entferne den Link und banne Yoshi. Kann ich das überhaupt? Doch, ich kann das. Ich hab nur die... Yellow. Mod-Icons an der Kamera. Luigi, kannst du mich knacken? Mhm. Ich verstehe dich kaum, du knackst sicher ganz unten in der Mine. So weit, so knackst. Der Kristallbruch kann nicht weit weg sein, du Knister, einen Weg hineinfinden. Aber sei vorsichtig, die Kristalle sind überaus... kapiert? Ciao. Luigi ist schon so, ciao, lass mich in Ruhe. Da will ich durchgucken. Ja,
ganz viele Buhus, aber das Gemälde ist weg. Von hier aus kann ich irgendwas auf das dreckige Förderband legen, oder was? Was ist denn das hier? Oh, Steine! Na, davon brauche ich 15. Na dann, viel Spaß. Na, gibt nur 3. Sieht aber gut aus für mich. Ja gut, was machen wir dann noch? Rico, hast du übrigens Better Twitch TV installiert? Was für ein Ding? Damit kannst du Leute für eine Sekunde austimen. Ah. So, jetzt ist Josh nur noch für eine Sekunde gebannt, glaube ich. Ich habe ihn doch schon längst wieder unbannt. Ja, dann ist er wieder gebannt für eine Sekunde. Ich kann ihn nicht bannen, weißt du warum? Warum? Weil ich kein Mod bin. Das ist sehr schade. Und Ding ist erst, komm nicht wieder auf diesen Channel. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Bist du immer noch hier? Im Teamspeak, aber nicht auf Channel. Raus aus dem Teamspeak. Habe ich jetzt nur 3 Steine insgesamt? Oh, das ist ja dumm, wenn ich das hier jetzt verkacke, also. Dann wäre es das gewesen. Gott sei Dank bin ich ja nicht Rico. Der hätte das ja garantiert verkackt. Okay, was kann ich hier machen? Ich habe jetzt in der Hälfte der Zeit geschafft. Ach so. Okay, okay, Holz, verpiss dich. Ich muss Mäuse töten. Mit Licht. Tiermörder. Na, das sind Gelbmäuse, da ist das was anderes. Also irgendwann ist das Rätsel mit dem Feuer auf was draufschießen auch nicht mehr ein Rätsel. Wenn ich nur rauskriegen, von welcher Ecke ich das da draufschießen soll. Das ist zu schwer, das Holz? Ja dann, geh ich halt hier nach links. Ah, ein leichter Stein. Noch ein leichter Stein. Der Yoshi schreibt ja gar nichts mehr. Ja, der ist emotional erschüttert. Oh. Oh. Schade. Was? So, dann können wir ja hier jetzt weitergehen. Hallo? Ich habe aber auch, seitdem ich ihn gebannt hatte, jetzt hier so einen Schriftzug in der Sprechung, der nicht mehr weggeht. Oh.
Da steht jetzt die ganze Zeit Timeout User ganz unten. Und ich krieg's nicht weg. Kannst du ja chatten. Yoshi has been timed out 2 times. Sind für die Ewigkeit festgehalten, dass Yoshi hier gebannt wurde. Yay. Okay, ganz viele Buhus und ganz viele Geister. Und ich wurde entdeckt. Okay, so löst sich das Rätsel der Supergeister. Die wurden durch die Kristalle verstärkt. Lassen wir also noch ein bisschen in den Kristallen stärker werden und gucken uns erstmal um. Oh, er hat sich rausgebrannt. Du glaubst, seine 100 Leben stören mich. Warum? Weil es zu viele. Okay, 2 davon. Aus der. Was war das denn? Und die Buhus haben sich fein aus dem gemacht, ja? Bitte, die Geisterkristalle aus dem Bruch geschleppt? Na wenigstens hast du ein paar sehr starke Geister. Die will ich studieren. Warte, ich hole dich zurück. So, wenn es dann jetzt nichts mehr gibt, würde ich den Stream hier beenden. Weil Frame-Einbrüche sind scheiße und ich habe das viel zu lange nicht bemerkt. Ist aber auch nicht so mega schlimm. Doch, krieg was auf Idems. Boah, hey, wie viele Juwelen ich einfach mal auf Idems hier gefunden habe. 7. So, ich kann noch nicht sagen, wann der nächste Stream ist. Von daher mache ich da auch keine Ansage oder Versprechung, die ich eh nicht halte. Ah, da ist Yoshi wieder. Er sagt Wiedersehen. War schön, dass du da warst, Yoshi. Hat Spaß gemacht, dich zu bannen. Kannst du ins TS kommen? Vielleicht spielen wir noch ein bisschen Smite. Schön, dich wiederzusehen, Luigi. Na, was hast du mir denn Feines mitgebracht? Juwel, 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 Juwel. 27 Wunzen. 7 Wunzen. 9130 sinnlose Credits. Ich habe da so eine Theorie. Dieser besonders starke Geist, den du in Ingenieurshof gefangen hast. Irgendwer setzt anscheinend Kristalle ein, um gewöhnliche Geister super stark zu machen. Und das, während er jede ihrer Bewegungen kontrolliert. Und wenn diese Minenräuberei schon länger vonstatten geht, nun, dann erwarten uns in Zukunft sicher noch mehr Supergeister. Wirklich sehr bedauerlich. Und bestürzenderweise haben wir noch immer keinen Schimmer, wer hinter der Sache steckt. Doch, König Buu. Wer wäre denn jemals zu solch einem Halunkenwerk fähig? König Buu. Nun einen Verdacht hätte ich. Luigi, denkst du das gleiche? König Buu.
über dem Abgrund sehen wir dann im nächsten Stream, den ich halt, wie gesagt, noch nicht ankündigen kann. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an Zirpel, Stiefi und alle, die hier zwischendurch reingeplatzt sind. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hori, ciao. Hori, ciao. Ja. Hori, ciao. Hori, dö. Ist das japanisch? Klingt saudämlich. Saudämlich. Ja. Okay, Rico, saudämlich, tschüss.